Und raus damit. Und jetzt im Idealfall einfach locker einkurbeln. Und noch besser wäre es natürlich, wenn man einfach automatisch einkurbeln könnte, damit man nicht die ganze Zeit hier rumdrücken muss und irgendwann tun schon die Finger weh und man kann schon nicht mehr drücken. Das wollen wir doch. Automatisches Einkurbeln bei Russian Fishing 4. Jetzt, wo uns die Taste genommen wurde durch den letzten Patch sozusagen, brauchen wir doch trotzdem noch einen Ersatz. Und irgendwie muss das doch gehen. Und wenn man dann kurbelt, schön einkurbelt, mit der linken Maus das und dann geht es auf einmal doch automatisch, dann ist das doch perfekt, oder? So soll das doch sein. Und dann sagt man, okay, reicht. Will nicht mehr. Reicht, genug eingekurbelt. Und dann kurbelt man doch wieder automatisch und dann wieder doch nicht mehr. Also es gibt Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten und das auch schon lange. Es gibt, wenn man sich mit Windows auskennt, diese Funktion. Und im letzten YouTube-Video hat El Hugo geschrieben, dickes fettes Dankeschön an El Hugo für den Tipp, dass man das doch auch einstellen kann in Windows bei den Einstellungen der Maus, dass man entweder normal auflädt und langsam quasi einkurbelt, zum Beispiel beim Jiggen, oder dass man dann eben sagt, okay, ich halte ein bisschen gedrückt und dann kurbelt er automatisch ein. Die Frage ist, wie viel Zeit beim Gedrückthalten ist dann relevant, dass man dann sagt, okay, jetzt ist es genau das richtige Tempo. Also, gucken wir uns das nochmal an. Er lädt automatisch auf, er schmeißt automatisch rein, er kurbelt, also nicht, er schmeißt nicht automatisch aus, das muss man schon selber machen, aber er kurbelt automatisch wieder ein. Und das ist gut und er stoppt auch, wenn man die Maus nochmal drückt. Wir gucken uns das mal gemeinsam auf Windows im Detail an. Also, ich bin jetzt hier auf dem Desktop und wir gucken mal bei Windows einfach in den Einstellungen. Unten aufs Zahnrad hier gehen, Einstellungen, dann zoome ich mal hier ein bisschen ran. Wir brauchen jetzt hier die Geräte, Drucker, Maus und Co. Das brauchen wir jetzt hier. Und dann gehen wir hier auf die Maus. Wir wollen ja die Maus bearbeiten. Und hier sehen wir natürlich so erstmal noch nicht wirklich viel. Aber unter weitere Optionen haben wir dann Eigenschaften der Maus. Und ich habe es gerade schon gemerkt, auch jetzt ist sie quasi schon festgestellt. Also, ich muss sie nicht drücken. Ich kann die Maus jetzt oder das Fenster jetzt schon festgestellt verwenden. Und das passiert hier durch diese Option. Also, Klick, Einrasten, Einschalten. Häkchen ist dann quasi gesetzt, dann klappt das. Jetzt ist es gerade nicht gesetzt, also wir setzen das Häkchen. Wir gehen dann aber nochmal in die Einstellung rein. Und das ist dann nochmal der wichtige Punkt. Und ich sag mal, hier der zweite Punkt ist viel zu früh. Ich mache mal den vierten Punkt. 1, 2, 3, machen wir mal den vierten. Okay, und jetzt halte ich mal gedrückt. Jetzt ist es. Okay, 21, 22. Na, es ist noch zu viel des Guten. Ich stelle das nochmal weiter. 1, 2. So, gehen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Auf den sechsten müsste der mittlere sein oder fast die Mitte. Und dann ziehen wir das jetzt hier einmal. Klick, 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 klick. Und dann ist es fest. Okay, und das testen wir jetzt so nochmal im Game. Übernehmen. Zack, und wir sehen uns zurück im Game. Und das heißt, wenn ich jetzt hier aufladen will, nur halb, dann klappt das gut. Das ist wichtig. Was ist, wenn ich 45% aufladen will? Dann klappt es schon nicht. Dann klappt es schon nicht. Das heißt also, da muss man dann tatsächlich, ja, da klappt es auch noch. Oder man setzt es noch ein bisschen weiter zurück. So, ich habe es jetzt hier nochmal eingestellt. Das ist die vierte von hinten. Der vierte Punkt von hinten. Übernehmen wir das auch nochmal. Und dann lade ich einmal noch bis 45% auf. Also einmal. Ja, das klappt.
Dann laden wir mal so bis kurz vor auf. Auch das klappt noch, ohne dass er einrastet. Und jetzt rastet er aber auch schon wieder ein. Also, wir müssen einfach gucken, dass es von der Zeit her passt, ne? Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, 21, 22, 23, dann zieht er schon durch. Wenn er dann durchzieht, dann nochmal auf die Maustaste drücken, dann hört er auf. Und wenn wir länger gedrückt halten, dann kurbelt er eben auch automatisch wieder ein. 1, 2, 3. Ja, passt. Ja, so viel dazu. Nochmal ein kurzes Video. Ich hoffe, es hilft. Mir hilft es mit Sicherheit, denn ich nutze das ständig. Immer nebenbei beim Videoschneiden, beim Machen, einfach mal nebenbei nochmal einen Fisch durchleiern oder sowas. Also, ich habe das ständig im Gebrauch, das automatische Einkurbeln. Absolut wichtig. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr, Petri.